Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo dabei seid. Heute geht es um das Thema Bitcoin. Vom alternativen Zahlungsmittel zum Spekulationsobjekt. Bitcoins sind nach Auffassung der Verbraucherzentralen nicht zum Vermögensaufbau geeignet. Wenn du dennoch damit spekulieren möchtest, solltest du dich genau mit den Risiken dieser Anlage beschäftigen. Was sind eigentlich Bitcoins? Bitcoins sind ein virtuelles Zahlungsmittel. Die digitale Währung wurde im Jahr 2009 von Privatleuten eingeführt und soll eine Alternative zu herkömmlichen Geldsystemen darstellen. Bitcoins und mittlerweile viele andere neue geschaffene Kryptowährungen sind noch unabhängig von Regierungen und Zentralbanken. Stattdessen werden sie dezentral von Computern anhand einer kryptischen Formel generiert. Dabei werden Verschlüsselungstechniken eingesetzt, die das Kopieren oder Fälschen dieser Internetwährung unmöglich machen sollen. Die Gesamtsumme des elektronischen Geldes ist bei Bitcoin auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Damit soll unter anderem einer Inflation von Bitcoins von vornherein ein Riegel vorgeschoben werden. Allerdings führt die Begrenzung letztlich auch dazu, dass nicht nur du Bitcoins nutzt, die in der neuen Währung ein reines Zahlungsmittel sehen, sondern auch Spekulanten, die sich über die digitale Währung Kursgewinne erhoffen. Splits und Forks, Bitcoin-Varianten. Seit Anfang August 2017 kam es zu einer ersten Teilung in Bitcoin und Bitcoin Cash mit Bitcoin Privat und Bitcoin Gold gab es im Oktober 2017 bzw. im Februar 2018 zwei weitere Gabelungen. Mittlerweile gibt es viele weitere Abwandlungen von Bitcoin. Diese Teilungen sind auch als Splits oder Forks bekannt. Zu den Teilungen führten letztlich unterschiedliche Ansichten innerhalb der Bitcoin-Gemeinschaft. In der Praxis führt dies zu einer Gabelung bzw. Spaltung der digitalen Währung. Das heißt für dich, wenn du mit der digitalen Währung zahlen möchtest, musst du genau darauf achten, mit welcher Bitcoin-Variante du die Zahlung durchführst und ob der Online-Dienst, über den die Zahlung erfolgen soll, dies auch ermöglicht. Dubiose Geschäfte mit Bitcoins. Zunehmend beschweren sich Verbraucher über Anbieter, die dich mit Geschäften zu Bitcoins und anderen Kryptowährungen zu dubiosen Investitionen überreden möchten. Dubiose Unternehmen und Privatpersonen präsentieren sich in den sozialen Medien, Messenger-Diensten oder kontaktieren dich unaufgefordert per E-Mail oder per Telegram oder anderen zufälligen Kontaktgelegenheiten, wie zum Beispiel bei der Übergabe einer über eine Kleinanzeige verkauften Ware. Das heißt, selbst auf eBay kann euch das passieren, dass ihr zum Thema Bitcoin privat angeschrieben werdet. Sie versprechen finanzielle Freiheit, hohe Rendite oder dauerhaft passives Einkommen durch Kryptomining, Handel oder Investitionen in neue, angebliche zukunftsweisende Kryptowährungen. In der Regel sitzen diese Unternehmen im Ausland oder haben ausländische Kontoverbindungen. Teils verbergen sie sich hinter solchen Angeboten auch verbotene Schneeballsysteme, die dort hinterstecken können. Weitere Informationen dazu, wie du unseriöse Trading-Angebote schon frühzeitig erkennen kannst, findest du hier auf dem YouTube-Kanal Callcenter Abzocke in den vergangenen Videos. Auch die europäischen Aufsichtsbehörden warnen mittlerweile vor Anlagen in Kryptowährungen. Kauf von Bitcoins. Darauf musst du unbedingt achten. Bitcoins kannst du an bestimmten Börsen zum dann aktuellen Kurs kaufen.
Alternativ kannst du sie auch auf bestimmten Handelsplattformen und Marktplätzen von anderen Nutzern erwerben. Um Kryptowährungen zu kaufen oder mit ihnen zu handeln, ist eine elektronische Wallet notwendig. Dies stellt die digitale Version eines Geldbeutels für virtuelle Währung dar. Es gibt folgende Varianten. Cold Wallets sind externe Datenspeicher, wie etwa ein USB-Stick oder eine Festplatte, die nur für die Übertragung der Bitcoins über einen Computer oder per WLAN an das Internet angeschlossen werden. Hot Wallets erreichst du über ein mit dem Internet verbundenes Gerät. Du loggst dich beispielsweise auf einer Plattform ein. Der Zugang erfolgt ja softwarebasiert über das Web oder über eine bestimmte App auf deinem Handy. Ein Hot Wallet kann auch direkt auf deinem Handy installiert sein. Wenn du Bitcoin-Transaktionen tätigst, werden diese dezentral authentifiziert. Die Zahlungen sind transparent, Käufer und Verkäufer jedoch anonym. Egal, ob du ein Cold oder ein Hot Wallet verwendest, benötigst du für eine Transaktion neben den öffentlichen Adressen vom Sender- und Empfängerkonto sowie des Überweisungsbetrags vor allem den privaten Schlüssel. Das ist ein virtueller Schlüssel, der Zugang zur eigenen Wallet erst möglich macht. Vorsicht, bei Kryptowährungen besteht nicht nur das Risiko, dass der Kurs negativ fällt, also abstürzt. Du musst auch diverse technische Aspekte und Sicherheitsfragen bedenken, bevor du investierst. Bitcoin kann unter anderem auch aus der Wallet gestohlen werden. Hast du ein Wallet auf einem USB-Stick, kann dieser natürlich komplett, wie eben auch ein Portemonnaie, geklaut werden. Verlierst du den Schlüssel, kommst du nicht mehr an die Bitcoins heran. Auch kann die Kryptobörse, an der Kryptowährung gehandelt werden, Transaktionen ablehnen oder im schlimmsten Fall wegen Insolvenz komplett schließen. Wie sind Bitcoins gesichert? Technisch sollten die erwähnten Verschlüsselungstechniken Sicherheit gewährleisten. Rechtlich ist die virtuelle Währung aber gar nicht geschützt. Bitcoins sind kein gesetzliches Zahlungsmittel und werden noch von keiner Zentralbank, Regierung oder Aufsichtsbehörde kontrolliert. Ausgenommen sind hier zwei oder drei Firmen, die mittlerweile von der BaFin auch zum Thema Kryptowährung kontrolliert werden. Das hat sich in der Zwischenzeit tatsächlich bereits geändert. Für Bitcoins existiert weder eine Einlagungssicherung noch eine Absicherung über einen Goldstandard oder eine sonstige Sicherheit. Wer Bitcoins nicht nur als Zahlungsmittel, sondern auch als mögliche spekulative Geldanlage betrachtet, sollte sich daher vor Auge führen, dass für das in Bitcoin investierte Kapital grundsätzlich das Risiko von hohen Verlusten möglich ist. Auch ein Totalverlust ist denkbar. Fazit: Lohnen sich Bitcoins als Zahlungsmittel oder gar als Geldanlage? Ob sich Bitcoins, Varianten davon oder andere Kryptowährungen mittelfristig als Alternative zu herkömmlichen Geldsystemen durchsetzen, kann heute niemand seriös vorhersagen. Die Entwicklung der letzten Jahre ging immer mehr weg von der Idee eines alternativen Zahlungsmittels und hin zu einem Spekulationsobjekt. Bitcoins sind aufgrund der vorhandenen Risiken, insbesondere die massiven Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust und die fehlenden Sicherheitssysteme zu nennen. Als Geldanlage für dich nicht zu empfehlen. Hier sollte jeder auf jeden Fall auf seinen eigenen Geldbeutel schauen, ob er das Risiko eines Totalverlustes eingehen kann. Je nachdem, welche Summen ihr dort investiert habt und je nachdem, wo ihr auch wirklich investiert, kann es eben tatsächlich zu Gewinnen oder zum absoluten Verlust führen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld in eine falsche Firma investiert.
Informiert daher alle Menschen in eurer Umgebung, auf was man so alles achten muss. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden am Ende vom Betrug betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf gerade Betrüger hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr zum Thema Betrug verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.